Das war ja, oh Gott, ey, das wird langsam. Ich brauche hier echt so ein Mute-Teil. Ist doch bei Skype direkt. Ja, aber ich komme ja nicht direkt ran, du. Ich habe ja Vollbild. Ach so, meinst du das? Dann hol dir ein Headset, wo du es dann auch direkt einstellen kannst. Via Knopfdruck. Ja, praktisch. Gott, ich krieg die vom her. Ich werde den Part eh vermutlich. Also wo sollten wir uns jetzt treffen? Versteckter Pongos oder was? Yep. So. Okay. Meine arme Kohle. So. Gut, und er setzt nach links. Einfach folgen. Okay. Guck, also ich habe das gesagt und dann gleichzeitig geschrieben. Das dauert irgendwie. Ich glaube gerade downloadet jemand unten was, das kotzt mich an. Das ist echt passend. Komm, wir gehen mal gucken, ob wir die Supergruppe sehen. Mal sehen. Wer sind die da hinten wieder? Sind das die? Ja, die sind da hinten wieder. Wir gehen da hinten hin. Okay. Kann was Ähnliches. Ich kann keine Erfahrung halten. Ich kann keine Erfahrung halten. Immer wieder dasselbe. Okay. Sorry, wenn ich gerade leiser geworden bin. Kein Problem, aber mir scheint gerade so ein bisschen auf Serie zu lagen, weil die Gegner auch nur da stehen und nichts machen. Ja, irgendwie. Es liegt glaube an mir als Host, ich weiß es nicht. So. Du deine Motorräder da draußen. Ja, ich mach auch wieder das Fenster zu. Das musst du nur kurz sagen, ansonsten wäre. Ist doch kein Problem. Ansonsten wäre ich hier drinnen krepiert. E-System-ID end. Ich glaube, wir müssen kurz mal die Aufnahme beenden. Weil, Alles klar. Da würde ich sagen, mal Fortsetzung folgt, oder? Warte. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder, Ich probiere gerade mal wieder hier, hinten hin. Mal gucken, wohin werde ich dann eigentlich gebracht? Werde ich dann zurückgebracht? Himmelslager. So, mal sehen, ob das jetzt klappt, weil eben kam wieder die Verbindung zum Server und so weiter. Doch, hat geklappt. Gut, wir können weitermachen. Du hast eine Quest abgeschlossen. Wie gesagt, ich übe meinen Moonwalk. Du übst deinen Moonwalk? Alles cool. Ja, den habe ich auch schon gesehen. So, geschafft. Und hier finde ich das auch nochmal extrem. Man hätte ja auch mal das andere Loch mal nehmen können, oder? Also, das ist echt merkwürdig. Wir gehen hier lang. Ich finde es ja auch, es wird sehr viel mechanischer, also einfach auch, man merkt einfach mit den Gebieten einfach, dass sie sich verändern. Ich mag hier lang. Du kommst gut, in Ordnung. Aber es sieht einfach verdammt geil aus mit dem Hintergrund jedes Mal. Also der hat ja, das dürfte im Prinzip das dürfte theoretisch der Altera-Core sein. Genau, gerade und sehen. Dort, wo wir, ist man auch drinne. Dort im Altera-Core. Mhm. Und ich merke, wie... Du merkst, wie du husten musst. Ja. Ja, die Hintergründe sind wirklich nicht übertrieben oder so. Nein. So, zwischendurch geht's. Manchmal nicht, manchmal ja. So, jetzt geht's wieder, glaube ich. Geht's jetzt wieder? Nein. Es schlägt bei mir zweimal. Jetzt bin ich im Dorf Altera. Sollte das so sein? Ja, weil es im Dorf Altera jetzt zwei Ausgänge gibt. Im Prinzip sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen nach Altera. Yay! Auf nach Beta und sterben! Oh Gott! Wollen wir uns direkt nach Besma porten? Oder wollen wir den Weg zurücklaufen? Wir laufen. Wir wollen das RPG-Feeling. Wir wollen das RPG-Feeling nicht kaputt machen. Oh, natürlich, diese 3D-Effekte und alles. Wir sind ja immer noch in einem MMORPG. Ja, in einem Massive Multiplayer Online Roleplay Game. So.
So, ich bin jetzt wieder bei diesem Toro-Toro-Reare Gewinde. Und jetzt, Ein Schokokeks! Hier sind dann Nasortanissen! Okay, es kommt gleich wieder. Dann. Also. Dann können wir ja gerne mal den Weg hier nach unten gehen. Wenn ich dich finde, also ich weiß gar nicht. Ich laufe mich gerade im Kreis. Was mein Nasortanissen? Ich. Also, ich. Spiel mich halt. Du kannst auch gerne einen anderen Weg nehmen. Mal sehen, wer erster links ist. Ich bin erster. Ich sollte aufhören, dich zu suchen. Das ist genauso wie in Left 4 Dead, einfach nur dasselbe Spiel. Weißt du, wo bist du? Scheiße, ich bin draufgegangen. So, ich bin da. War halt gar nicht mal so knapp. Also war schon knapp. So, jetzt gehen wir unten lang. Jo. Also wird eh vollkommen eine Überlänge sein hier. Definitiv. Nee, der Raikiki gesehen. Habe ich hier keine Quest oder so? Nein, ich hätte zu Nasort Mülldeponie gehen müssen, egal. Lass mal die Quests gut sein. Und hier sieht man mit dem Besmer-See. Und dann im Hintergrund auch sehr schön das Gebirge. Und das Transportluftschiff. Hier gingen Kriegssoldaten. Und da sieht man auch das andere Hunting Field auch einfach mal. Und auch hier sind wieder die diese Figuren und genau. Heilige Wesen der Ex-Menschen. Da ist B-Rock, ich sehe B-Rock. Ja, ich auch gerade. Siehst du auch mich? Oh, hier ist ein goldener Saurus-Soldat. Also ich habe hier Blaumänner am Wickel. Blaumänner? Blaue Schamanen. Oh. Ich spring hier mal. Keine macht den Alkohol, verdammt nochmal. Das sieht hier einfach verdammt cool aus, wenn man hier so im Kreis läuft. Also unter die Brücke durch. Dann kann man hier wieder zurück und dann findet man vielleicht gleich Weil. Vielleicht. Wenn ich gesehen werden will von euch. Ja, ich sehe dich. Ha. Hey, da konnte man runterspringen, oder? Ja. Alter, sind die blau, die Schamanen. Oh ja. Und Trump. Yes. Gut, Schokokeks ist, warte, Z muss ich drücken, ne? Lad ein, okay, Z, suchen. Schokokeks. So kann ich nicht. Warum kannst du den Schokokeks nicht einladen? Dann nehme ich auch. Warum machst du das nicht? Was ist mit dir los? Versuch's mal so. Irgendwie ging das nicht. Gut. Echt, ich konnte das mal. In Ordnung. Wir sind am Ende vom Raikiki-See. Ich muss. Du solltest uns jetzt hinverschlagen. Sind nun am Pilgertor. Hier ist es auch wunderschön. Oh, ja. Warten wir hier auf Schoko? Jo. Okay. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Nochmal die Idee, einfach mit dem Wettrennen aufzuknappen. Die ist ja relativ kurz gewesen. Hier so. Ich brauche sogar Feldmonster davon. Ja. Ich brauche schnell Weine. Ist in Ordnung. Ich fände einfach allgemein ein bisschen interessant, also die erste Idee halt, wie gesagt, allgemein dieses Rennen, dann daraus eine Schnitzeljagd zu machen, dass die Leute finden müssen. Meinetwegen dort, wo B-Rauch zu sehen ist, die B-Rauch-Statue, dort müsst ihr hin und einen alten Mann ansprechen mit den Worten, Razor ist der Größte. Und dann wird... Also sollen sie auch noch lügen, oder was? Sie sollen nur die pure Wahrheit sagen. ja. Und da ist wieder eine Geistermaske aus einem Zug gekommen. Was? Ach so, eine Geistermaske? Ja, jemand hat eine Geistermaske. Bei mir steht ein antiker Goldwürfel hat hier in der Schuhe. Ja, wiedermals. Ja, die sind es alle... Es gab jetzt mal wieder so ein paar Hacker, die sich gedacht haben, komm, so glorreich wie wir sind. Yeah. Lass uns antike Goldwürfel machen. Ja. Ja. Warte mal, wir sind hier in der Wüstenregion, ob man hier nach Goldborn, nach Ölborn kann? BP war hier schon, glaub mir. Siehst du an den Skeletten. Ich muss die mal kurz umstellen.
Wir sind am Predator Anfang. Also. Links, schreib einfach links. Gut. Ja, es wundert euch nicht, dass es hier so ein bisschen langsamer vorangeht bei der Aufnahme. Es ist einfach ganz gemütlich. Ich werde es vermutlich in zwei Parts splitten, denke ich mal. Weil wird jetzt doch ein bisschen lang. Ich weiß es nicht, also ich denke mal. Aber ich wollte einfach auch mal ein bisschen die Hunting-Fields gezeigt haben, so ein bisschen auf die eingehen. Ihr könnt auch gerne einfach in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Idee haltet mit dem mit dem Rennen und der Schnitzeljagd. Weil ich finde. Da ist sie, ja. Yay. Und für mich die weltweite Information, ob ich überhaupt sowas wie Pastas von und über Elsford interessieren würde. Yeah. Lass mich mal so sagen, erzählen und kann ich. Ich kann mir auch sehr schöne Sachen ausdenken. Cool. Es dürfte auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ja. Jetzt werde ich von vornherein auf Desinteresse stoße. Mhm. Ja, mal schauen. Ich würde es erstmal ausprobieren, gucken, wie es ankommt. Was mich wundert, ist diese Wüstengegend, aber die gehört noch ein bisschen zu Besma. Ja, was wohl besser ist als Übergang zwischen einem alten Gebirge bis hin zu einem... Darunter hat sie gemeint, okay, warte. Und zurück. Was ist denn da? Oh, stimmt, kommt ja schon in Ruinen rein. Stimmt, da war ja was. Das sieht echt schön aus. Das nächste Mal, das hätten wir knapp verpasst. So. Das sieht echt interessant aus. Und hier mit dem... Das ist echt cool. Kommt man da eigentlich von oben auch runter? Von der anderen Seite her? Ja, stimmt. Also, dass man so meinetwegen so durch ein Loch da durchfällt? Dass man Untergrund wiederfindet. Von hier aus wahrscheinlich. Ja, das frage ich mich halt eben, ob man auch von dort durch ein Loch fällt. Lass uns doch das Loch suchen. Wir sind Kerle, also lass uns das Loch suchen. Sie sagt nein, dann vertraue ich ihr. Lass mal mit den Löchern heute sein, du. So, dann weiter. Weil das sieht echt unheimlich schön aus, auch ich finde es wieder. Also ich finde wieder hier oben, wo es frische Luft gibt. Also da hinten. Frische, sandige Luft. Ja, okay. Weiter geht's. Hallo. Und ihr gut. Super. Ja. Weiter geht's. Huch. Wir sind wieder in Peter. Auch Peter wurde diesmal ein bisschen aufgemöbelt. Jupp, sogar sehr. Ich frage mich nur gerade, wo ich lang gehe. Soll ich gehen? Ich gehe hinten lang, oder? Komm, geh mal hinten lang. Und da hinten der schwarze Mond eigentlich so. Was ich ein bisschen schade finde, er wirkt so leblos. Ja, es ist ein bisschen schade, aber. Mhm. Ja, also hier ist nicht. Ich muss sagen, ansonsten ist es trotzdem sehr schön gemacht. Ja, hat was um den Spinnenweben. Alte gruselige Mäuer. Aber der Mond wirkt echt irgendwie ein bisschen komisch. Hier fehlt es bloß aus der Lavandia-Melodie aus Pokémon. Ja. Jetzt sind wir beim Pilgerplatz. Boah. Männer zu Biggie. Wie die Quest abgeschlossen. Yay. Ach, hier muss ich ja auch immer Peter fällt. Was habe ich hier denn? Schon nicht für hier. Kohle klauen. So. Ah, und hier haben wir etwas sehr, sehr Schönes im Hintergrund. Wunderschöne Portale. Echt? Ich sehe es gerade nicht an. Oh, ja. Ja, sehr schön. Dämonenportale, um genau zu sein. Hey, da hat auch eine Wildzuckerkanone. Hey. Also es lohnt sich definitiv, sich mal umzuschauen. Da finde ich hier sehr, sehr viele schöne Sachen. Mhm. Ich gehe jetzt auch mal hier lang, einfach um so mal so kurz mal so ein bisschen da zu schauen. Man sieht das auch hier einfach von der Gestaltung her, hier auch sehr schön der Turm. Man auch hier ist sehr schön den Hintergrund, wie das hier lang geht, auch. Und wo man reintritt, wo man auch im Nachhinein im Altarraum ist.
Hey, ich warte mal hier am Ausgang auf dich, weil ich habe dich gerade schon wieder verloren. Ist okay. Ach, da bist du ja schon. Knuddel? Oh. Ja, nicht dich. Schauen wir mal, wo war ich? Im Hügel der Seelen. Meine Güte. Schauen wir hier mal vorbei. Und hast du hier schon so ein bisschen zombiehafter aus? Ich war hier auch immer. So, das hat wirklich. Also, der untere Weg ist generell mit Zombies gespickt. Stimmt, genau. Ja, genau, das war's. Wobei ja. man aber eins sagen muss: die Zombies, die tun einem nichts. Man erkennt zum Beispiel auch auf dem Hunting Field, welche Monster einen angreifen und welche einen in Ruhe lassen. Die grüne Energieleiste, die lassen einen zum Beispiel in Ruhe, sobald du sie auch in Ruhe lässt. Nur weil sie so lange du sie nicht angreifst. Ja, die gelben ganz normal feindselig sind. Genau. Super erklärt. Ich finde es hier auch sehr schön, hier einfach oben, da auch hinten so ein Kreuz, versucht mit der Maus ein bisschen zu zeigen. Und, ach komm. So ein bisschen aufräumen. Und hier unten sind die Zombies. Ja. Ich warte auch mal kurz mal ein bisschen nach links wieder, hier gehen, weiter unten. Und hier ist das Tor. Das ist, glaube ich, so eine Art Friedhof auch. Es dürfte, um genau zu sein, ich würde mal schätzen, dass der Eingang zur Krypta sein könnte. Es kann sehr, sehr gut sein sogar. Ist auch sehr schön gelungen. Weil das würde auch die Statuen hier ganz unten erklären. Mal gerade die Systeme noch aus, das sind ätzend. Und hier kommt man nicht weiter, in Ordnung. Wo dann? Aber weiter unten vermutlich. Hier lang. Hier rechts? Jo. Ich sitze hier schon an der Statue rum, also mir gefällt's. So. Kuschel mit den Zombies. Lade. So. Ja, dumm Abend. Jetzt sind wir an Bälder. Kennen wir ja schon. Ach so, ihr seid schon weiter. Ach Mensch. Ja. Nur unterwegs. Wo denn sonst? Ich dachte, du willst noch den unteren Abschnitt davon ansehen. Da war ich doch schon. So. Bitte. Ja. Naja, merk schon. Lass mich da dort noch stehen. Schon klar. Ja, sicher. Einmal doch. So, jetzt gehen wir zum nächsten Abschnitt, in dem ich heute schon häufiger war. Der auch sehr schön ist. Ich warte gerade mal auf euch. Ja, ich bin schon da. Ich sehe dich aber nicht. Ach, jetzt. Schoko ist da. Wo bist du? Ach, da. Ach ja. Und da sieht man auch sehr schön. Also, ich gehe kurz mal hier hin. Wenn man das hinten sieht, kann man hier hinten so hinten lang laufen. Und da gehe ich jetzt auch mal hinten hin. Einfach um es mal gezeigt zu haben. Schoko wird auch sich denken, was macht der Typ da? Ach, als ob sich das irgendjemand denken würde, der dich beobachtet. Wie tätig. Ja, man hier wirklich auch in diesem Turm drinnen ist sehr schön auch gemacht, aber auch diese leichte Zerstörung überall. Und ich mit Bäder kommen, glaube ich, die ersten Verzweigungen allgemein nochmal. Wirklich sehr schön, wie man hier hoch kann. Und hier oben While X rumsteht und man einfach wieder weggeht. Dankeschön. Und ja, man sieht dann auch dieses große, gigantische Tor, wofür man eigentlich viel zu klein ist. Weil ich Feldlager. Man könnte noch töten. So, Quest. Ich würde perfekt eine Field durchpassen. Stimmt, haben sie bestimmt dafür gebaut. Erholungspunkt, als hätte ich auch keinen. Ja, als hätte ich keinen. Hey, Gott, du kannst das nächste Mal auf 100 hochstecken. Das ist auch eine sehr tolle Sache. Stimmt. Müsste ich auch mal machen. Hier wieder die Zwischenphasen einfach. Aber auch sehr schön und sehr gut gelungen. Ist wirklich toll gemacht. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, erstmal links, ne? Straße der Koexistenz oder Straße des Friedens? Ich würde sagen, hier lang, ne? Weil ich glaube, da geht's da ganz weiter, oder? Warte mal, ich gucke mir gerade zu den Quests. Also, theoretisch bist du zur Koexistenz. Von der Quest her. Ah, das links ist niedrigeres Level. Also, ich würde sagen, wir gehen links erstmal lang. Wenn wir. Und dann haben wir es zu Koexistenz. Du darfst dich auch verarscht vorkommen. So. In Ordnung. Hier sind auch die kleinen Uno-Hounds. Oh, die putzigen kleinen. Oh, die will ich mitnehmen. Die sind so sweet. Und man merkt schon, ich mache nicht mehr ganz so viel Damage. Mimik? Endlich. Das ist Mimik. Ja, die gibt's auch im Hunting Field.
Man merkt jetzt langsam, dieser Handelsstadt einfach, dieser Handelsbezirk, der sehr schön gemacht, also Häuser. Da hinten auch wieder so eine, der Mond, dieser, ich habe das Gefühl, die haben einfach ständig Copy-Paste Hintergrund genommen. Was mir gerade ja, so mit auffällt. Ein bisschen Farbfilter verändert, ja. Dafür, wie es immer noch aufs andere aussieht. Genau. Da ist der kleine Uno Hound. Da. Wollt ihr kommen? Hier? Versuch doch schon unterwegs zu sein, ich suche dich noch gerade. Mal wieder. Ach, den muss man halt immer erledigen. Und hier kreuzt sich dann halt die Wege. Dann geht's hier weiter. Ach, hier sind auch noch Unos. Ein kleiner Uno. Lass uns Uno spielen. Ist echt cool hier auch mit den Kisten, allem. Ich glaube, hier läuft man dann im Kreis. Ja, war so. Und kommt dann wieder zurück. Man sieht, hier sind die alle schon rot, weil die noch gar nicht für mich geeignet sind. Ach, für dich nicht? Bei mir sind sie ganz normal. Es war jetzt nicht böse gemeint oder protzig oder Razor-like. Ja, ja, ne? Ich weiß schon. Der Herr geht oben über die Brücke, fühlt sich besser, muss sich oben lang, ne? Ja, dafür hat mir ein Todesbote die ganze Kills geklaut. Wozu? Dann kommen wir hier auch wieder gleich zurück. Glaube ich zumindest. Ja. Also ein Rundgang. Aber diesmal von der Seite. Wir haben hier wesentlich Erfahrung sammeln können. Ja. Und Wille verbrauchen dürfen. Yay! Kommt ihr? Ja, nee. Meister. Jetzt kommen wir hier lang. Ich hoffe, du meinst diesmal wieder Schokokeks. Natürlich. Jawohl, und jetzt haben wir sogar eine Segensmedaille bekommen. Haben wir? Wollte ich fest abschließen? Zu ja. Groß und zu viele. Ja, ja, das stimmt schon. Also, es ist aufwendig. Was ist denn das? Ist denn... Ah, hier sind ganz viele kleine Unos. Die finde ich ja cool eigentlich, ganz ehrlich, die Unos. Das ist eine sehr schöne Idee. Sollten auch kleine Beruts geben. Oh, sweet. Und hier auch der Hintergrund finde ich wieder sehr schön. Wie ich finde. Ach, sogar kleine. Ach ja, die Rüstungssoldaten gab es ja auch, stimmt ja. Sonst ja sehr hübsch auf jeden Fall. Pad kann man gut leveln, das auf jeden Fall. Man braucht nur das Pad. Aber es gefällt mir sehr gut, ja, kann ich eigentlich auch nicht zustimmen. Aber was halt die Kurs angeht, ja, also hier ist auch sehr schön eigentlich, hin und her. Und wow, was passiert, wenn ich jetzt hier rein raus schon mal gar nicht? Ah, okay. Okay, was? Okay, okay, ja. Ich finde den Hintergrund hier gerade sehr geil. Ja, stimmt. So angedeutet, blutroten Sonne? Nein, mehr die Leuchtenteile da, die Copy-Paste-Sonne mag ich nicht mehr. Ah ja. Ja, ist, der Edgeworth wirkt dadurch eindeutig mehr wie ein MMORPG. Endlich. Also hier kann man... Helios Hafen! Kommt man hier in zwei unterschiedliche Wege eigentlich, oder? Keine Ahnung. Nein, Helios Hafen. Ich wollte gerade gucken. Hier ist mal ein bisschen mehr, diesmal näher dran am Geschehen. Ja, man merkt schon hinten in der Stadt, es scheint schon zu lodern. Ja, brennende Brücke und alles, ne? Und man merkt die... Esslerflotte. Was die Alchemisten hier alles angestellt haben. Hier, ja, jetzt zum kleinen Schemawechsel mit dem Hafen, ja. Merkt man sehr schön. Ich geh mal hinten lang. Oder wie kommen wir da über Schiff dann? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall keine Schiffsfahrt mehr, keine Sorge. Man kann auch den Titel nicht mehr bekommen. Straße der Schwieben und Straße der Koex, in Ordnung. Gehen wir mal hier hin. Weiter, diesmal. Und mal sehen, ob ich da noch hinkomme. Da muss ich auch mal schauen, also ich weiß es selber gerade nicht. Ich nicht, nein. Nein, Level 49 brauche ich. Jupp, also da muss ich noch leveln. Schoko ist weg.
Lass mir die Aufnahme von Schoko weiterführen. Sie soll uns aber schreiben, was sie sieht. Ich sehe einen Weg mit Monstern. Ja, man merkt einfach, also die Aufnahme ist schon ein bisschen gemütlicher gehalten, einfach entspannter. Ich gehe noch ein bisschen hier spazieren. Road of Zeit, dass es ins Hunting Field kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt mit den nächsten Klassenfahrten anfangen. E-System Event ID End, keine Verbindung zum Server. Okay. Ich weiß nicht, habe ich diese Aussage bei mir noch nie gehabt. Wie? Mir ist das noch nie vorgekommen. Frag mich bitte nicht warum, aber. Mimik! Sehr schön. Ich kann auch nur mal hier ein bisschen lang, hier auch sehr schön die kleineren Schiffe. Kann hier auch mal lang. Meinst du das Ruderboot? Jo, also hier mehrere Schiffe. Ja, da war bei dir kein Ruderboot. Bei Ludelbult! Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, ne? Denkt an die Kommentare, was ihr davon haltet, wir würden so ein kleines Wettrennen durch die Hunting Field und Schnitzeljagd und Creepypasta-Idee über Edgeworth von Chunk. Ab in die Kommentare damit. Ich verabschiede mich hiermit von euch, ne? Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Genießt den Tag. Auf Wiedersehen. Genießt den Sonnenschein, der gerade wieder mal da ist. Der mich zum Wahnsinn treibt. Also auf Wiedersehen. Bye bye und tschö tschö. Willst du dich nicht verabschieden, Schank, bei den Zuschauern? Ja, ciao. Ich dachte, das ist wieder auf. Die Aufnahme beendet. Das nee. Ist auch noch mal so spontan. Ja, ich sag ciao, aber ich warte immer darauf, dass ihr auch noch ciao sagt. Na gut. Wie dem so sei, dann bleib ich schon beendet.